Herr Kunz, Sie sind hier ehrenamtlich im Verein Familiengesundheit 21 tätig im Projekt. Was sind für Sie die Herausforderungen im Projekt? Ja, zu Beginn des Projektes haben wir festgestellt, dass ein gewisser Personenkreis eigentlich in der Diskussion mit der Digitalisierung nicht erfasst wurde. Und das sind die Demenzkranken. In unserem Verein betreuen wir sehr viele Demenzkranke. Darum haben wir entschieden, ein Projekt zu starten, die Demenzkranken in das Projekt einzubeziehen. Da kam das Projekt von Baxo, was genau das eigentlich abgebildet hat, was wir im Projekt vorgesehen haben. Wir haben dann in unseren ambulant betreuten Wohngruppen diese Tablets eingeführt und haben mit sehr großem Erfolg zwei Wohngruppen bestückt mit eigenen Tablets. Und das war die große Herausforderung bisher. Wir mussten auch unsere Betreuungskräfte, die ehrenamtlich tätig sind, an die Tablets heranführen. Auch diese Betreuungskräfte hatten nämlich Nachholbedarf im Bereich der Digitalisierung. Wenn wir weitermachen wollen, heißt es, wir müssen unsere Betreuungskräfte digitalisieren, um dann die Personen mit Demenz entsprechend betreuen zu können. Dieses Projekt kommt sehr gut an. Aber man muss schon sagen, es ist noch viel Arbeit zu machen, weil wir die ganzen Betreuungskräfte, Männer und auch Frauen, an dieses Tablet als Instrument, als zusätzliches Instrument zur Demenzbetreuung heranführen müssen. Das ist eine Aufgabe, die uns sicher die nächsten Jahre beschäftigen wird. Dankeschön. Bitteschön.